Preise müssen runter. Was macht die türkis-grüne Bundesregierung? Jede dritte Person in Österreich muss auf ihre Ersparnisse zurückgreifen, um sich Lebensmittel leisten zu können. Die Preise explodieren. Es ist eine Schande, wenn sich Eltern kein gutes Essen für ihre Kinder leisten können. Und das in einem der reichsten Staaten dieser Welt. Man könnte es ihnen einfacher machen. Beispielsweise mit der Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. In Österreich ist es so, steigt die Inflation, steigen die Mieten. Die Richtwertmieten sollen heuer im Frühjahr um 9% steigen. Man muss wirklich nicht gut rechnen können, um zu wissen, dass es sich für viele nicht ausgehen wird. Frieren wir die Mieten bis 2025 ein und dann begrenzen wir die Erhöhung auf höchstens 2%. Wohnen ist ein Menschenrecht und keine Gelegenheit für Profite. Die Regierung will Unternehmen 9 Milliarden Steuergeld geben. Und auch jenen, die es gar nicht brauchen. Wir sagen, wer Wirtschaftshilfen kassiert und trotzdem die Preise erhöht, muss diese Hilfen zurückzahlen. Preise runter oder Geld zurück. Hohe Preise sind kein Naturgesetz. Man kann und muss etwas dagegen unternehmen.